Hallo liebe YouTuber, heute mal ein neuer Song für euch mit dem Titel Ein Lied für meine Sekretärin. Und glaubt mir, es gibt sie wirklich. Ja, sie ist die einzige im Haus, die meine Lieder mag. Und daher habe ich ihr irgendwann mal versprochen, ich schreibe dir ein Lied. Viel Spaß! Ich weiß, wo dein Büro ist. Nur eine Treppe weiter, nach etwa 20 Stufen wäre ich bei dir. Und habe ich ein Lied wieder mal geschrieben, dann klopfe ich ganz leise an deine Tür. Dann öffnet sich die Tür, strömt mir Kaffeeduft entgegen. Sekunden später schaue ich in dein freundliches Gesicht. Ich höre aufgeregte Worte, deine Stimme, die mir sagen, Milch und Zucker habe ich für deinen Kaffee nicht. Milch und Zucker habe ich für deinen Kaffee nicht. Dann fliegst du durch das Haus und weißt genau, wo du sie findest. Die Milch, den Zucker, um mir gleich den Kaffee zu versüßen. Setz dich dann in den Sessel am Schreibtisch ganz entspannt und lässt dich früh am Morgen von meinem Lied begrüßen. Für meine Sekretärin, speziell für sie geschrieben, weil sie die einzige ist im Haus, die meine Lieder mag. Und es ist schön, wenn sie mit Gänsehaut den Tränen ist ganz nah, wenn meine Melodie sie begleitet durch den Tag, denn meine Melodie, sie begleitet durch den Tag. Ich find es amüsant, wenn die Kollegen wieder glauben, dass da irgendetwas mit der Sekretärin läuft, weil dieser Musikus schon wieder an seinem freien Tag heimlich mit der Sekretärin ihren Kaffee säuft. Ich hatte mal versprochen, ich schreib für dich ein Lied. Lang hab ich überlegt, was darin stehen soll. Was soll ich dir nur singen, was soll ich dir nur sagen? Da fiel mir plötzlich ein, dein Kaffee, der schmeckt toll. Ich hatte mal versprochen, ich schreib für dich ein Lied. Lang hab ich überlegt, was darin stehen soll. Was soll ich dir nur singen, was soll ich dir nur sagen? Da fiel mir plötzlich ein, dein Kaffee, der schmeckt toll. Da fiel mir plötzlich ein, dein Kaffee, der schmeckt toll.